Servus, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Heute haben wir mal einen ganz kurzen Clip für euch. Wir haben BMW G21 hier. Der Touring bekommt von uns ein Heckflügel. Wie man das Ganze jetzt am besten montiert, seht ihr nach dem Intro. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Wir fangen jetzt zuerst an, die Fläche vorzubereiten. Das heißt, im besten Fall tut ihr das Fahrzeug einmal vorher reinigen. Zunächst gehe ich mit einem Glasreiniger rüber und tue mal die grobe Dreckrückstände entfernen. Und dann müssen wir zuerst nochmal die Passgenauigkeit prüfen. Hier haben wir natürlich sehr schön den Übergang auch wieder an die Originalkante vom Dachspoiler. Daher relativ einfach zum Ansetzen. Das sieht sehr gut aus, der liegt überall schön plan an. Und dann nehmen wir gleich noch das Klebeband dazu und tue jetzt unsere Klebeposition damit markieren. Dann haben wir es nämlich bedeutend einfacher bei der Montage gleich. Dann setzt ihr euch einfach hier bündig das Klebeband an. Und hier kann man dann auch nämlich wunderbar anbringen. Und dann haben wir im Lieferumfang noch den Surface Cleaner dabei. Der ist dafür da, um nochmal Fett- und Silikonrückstände von der Oberfläche runterzuholen, damit wir wirklich eine volle Klebekraft vom Klebeband haben. Das Tuch ist schon vorgedrängt mit einer Flüssigkeit. Und da gehen wir jetzt einmal über die Klebefläche drüber. So, das reicht schon. In der Zeit, wo man jetzt das Schutzband vom Klebestreifer abziehe, kann das ablüften. Und dann können wir den auch schon ansetzen. Hier ist es jetzt wichtig, gleich den richtigen Punkt zu treffen, weil das Klebeband bappt dermaßen wie die Sau. Da haben wir nicht arg viel Chance später bei der Korrektur. So, und wenn der passt, kleben wir ihn an. Und können jetzt hier kräftig das Ganze andrücken. So, dann nehmen wir mal unsere Markierpunkte weg. Und entferne die Schutzfolie. Dann kommt uns ein richtig schönes Hochglanzschwarz entgegen, was optisch auch hier im Vergleich zur Original Shadowline von BMW farblich perfekt passt. Also richtig schöner Color Match, richtig, richtig gut. Dank der ABE, die mitgeliefert ist, ist das Ganze natürlich auch eintragungsfrei, was natürlich ganz klar der Vorteil ist, zum Beispiel beim Leasingfahrzeug. Ihr könnt diesen Heckflügel spurlos demontieren später. Und habt aber in der Zeit natürlich auch eine sehr geile Optik. Ansonsten freue ich mich, dass ihr wieder dabei wart. Lasst doch gerne mal ein Like hier und teilt das Ganze in die Welt hinaus. Lasst uns vor allem auch mal wissen, wie euch das Ganze an Fahrzeug hier gefällt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.